Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Buchjahr 2020 ist bei mir noch nicht ganz abgeschlossen, denn ich habe noch ein paar Neuzugänge, die letztes Jahr bei mir eingetrudelt sind, beziehungsweise die ich mir gekauft habe. Und die nächsten 5 gelesenen Bücher werden wohl auch noch Bücher aus dem Jahr 2020 enthalten. Ich denke, ich werde das wieder separieren, also dass ich wirklich die letzten Bücher aus dem Jahr 2020 mit euch besprechen werde, damit das so ein bisschen ja, rund ist quasi. Ich werde aber erstmal anfangen mit den Neuzugängen, denn die habe ich jetzt hier schon herausgesucht und ich denke, die werde ich euch jetzt noch zeigen. Und ja, es ist ein ganz ordentlicher Stapel geworden. Das sind mehr als 5 Bücher zusammengekommen, aber ich wollte jetzt gerne die Bücher aus dem Jahre 2020 so ein bisschen abschließen, beziehungsweise die Neuzugänge Bücher aus dem Jahre 2020 abschließen, damit das ja auch so ein Stück weit rund und abgeschlossen ist. Die ersten 5 Bücher, die ich hier schon in der Hand halte, sind eigentlich keine Unbekannten mehr, denn ich habe sie bereits mit euch ausgepackt. Und zwar habe ich mit der lieben Caro von Caros Bücher eine Burige Schnitzeljagd veranstaltet. Und wenn ihr wissen wollt, was die Burige Schnitzeljagd ist, dann schaut doch gerne mal in dem Video vorbei. Ich werde es euch in der Infobox verlinken und hinter dem i. Dann könnt ihr da sehr gerne nochmal hereinschauen. Und ja, das hier sind die 5 wunderbaren Bücher, die liebe Caro mir herausgesucht hat. Und zwar ist das einmal Du wusstest es doch von Josefa Mendels aus dem Wagenbach Verlag. Dann ist es Der Scharlachrote Wolf von Cordessi Ciochelli aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Schwieriger Name. Saturo und das Geheimnis des Glücks, Reisebericht einer Katze von Hiro Harikawa aus dem Heine Verlag. Dann Lainey von Max Porter vom Kain und Aber Verlag. Und Krokodilwächter von Katrin Engeberg aus dem Diogenes Verlag. Ich bin schon sehr gespannt auf diese 5 Bücher, die Caro mir hier zusammengesucht hat. Und bin schon sehr, sehr neugierig. Ich hoffe, dass ich bald dazu kommen werde, die Bücher zu lesen, beziehungsweise mich die Lust dazu packt, die Bücher zu lesen, weil ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Bücher. Aber wie ihr ja wisst, hat sich meine Vorsätze so ein bisschen dazwischen gemogelt und meine Vorsätzen möchte ich aktuell noch den Vorrang geben und deswegen stecken die hier ein kleines bisschen zurück, aber ich denke, sobald ich so richtig Lust auf die Bücher habe, werde ich definitiv danach greifen. Dann kommen wir zu den Neuzugängen, die ich euch noch nicht gezeigt habe, weil sie erst am Ende des Jahres bei mir eingetrudelt sind, beziehungsweise ich sie euch einfach auch noch nicht gezeigt habe, aber dafür ist ja dieses Video jetzt hier da. Als erstes möchte ich euch daher das Buch Warum ich nicht länger über Hautfarbe spreche von Reni Edo-Lodge, wenn man das so ausspricht, aus dem Tropenverlag. Dieses Buch war, glaube ich, in aller Munde und ist kein Unbekanntes, aber mich spricht es wahrscheinlich genauso wie viele andere ebenfalls an von der Thematik. Es beinhaltet das Thema Rassismus, Alltagsrassismus und was wir in der heutigen Gesellschaft definitiv noch lernen sollten, wo wir uns vermutlich noch verbessern sollten, wo wir uns unsere Sprache vielleicht ein Stück weit auch noch verschärfen müssen und was uns gar nicht so auffällt, das erhoffe ich mir tatsächlich von diesem Buch und ich hoffe, dass mir dieses Buch sehr, sehr viel geben wird, dass ich diesem Thema weiter knabbern kann, weiter denken kann, mich weiter auch mit diesem Thema auseinandersetzen kann, mich weiter schulen kann, mein Verständnis dafür noch weiter verschärfen kann und hoffe, dass mir dieses Buch ganz, ganz viel bringt. Ich werde es definitiv lesen, wenn die Zeit für mich passt, wenn ich einfach Lust dazu habe und beziehungsweise mich wieder mit diesem Thema beschäftigen möchte. Ich finde ja immer, dass das ein Stück weit auch die Zeit bei einem passen muss, dass man sich dafür gewappnet fühlt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich auch so ein bisschen an diesem Thema zu reiben und dadurch auch eine gewisse Veränderung bei sich selbst zu erzeugen. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich weiß, dass es in aller Munde war und es auch sehr viele gelesen haben,
Aber normalerweise mache ich dann schon ein Stück weit auch einen Bogen drum um sehr, sehr gehypte Bücher. Aber hier hat mich das Thema einfach sehr gepackt und deswegen wollte ich dieses Buch dann tatsächlich auch ebenfalls mal lesen. Bei den nächsten beiden Büchern, die bei mir neu eingezogen sind, handelt es sich um Geschenke. Und das eine ist ein Weihnachtsgeschenk und bei dem anderen hat eine liebe Freundin das Buch aus einer Bücherkiste gerettet und ich dachte, ich nehme es ihr einfach mal ab, beziehungsweise sie wollte es gerne verschenken und ich habe es dann entsprechend sehr gerne entgegengenommen. Und zwar handelt es sich zum einen um Ingrid Noll, Hab und Gier aus dem Diogenes Verlag. Das Buch ist an und für sich in einem sehr, sehr guten Zustand. Es ist halt mal aus einer Bibliothek gewesen. Und ja, deswegen hat es hier, kann man den Buchumschlag nicht mehr abnehmen und man hat halt hier noch ja, diesen Sticker halt hier dran von der Bibliothek. Aber das stört mich jetzt erstmal gar nicht, weil es tatsächlich das erste Buch von Ingrid Noll wäre. Mir sagt die Autorin irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, was. Ich kann sie irgendwie nicht ganz zuordnen auf jeden Fall. Dadurch, dass sie mir was sagt, habe ich das Buch einfach mal ja angenommen und bin ja schon sehr gespannt, um was es hier geht. Und zwar soll es sich um eine rabenschwarze Komödie handeln von der Grande Dame des deutschen Krimis, steht hier jedenfalls drauf. Also es handelt sich um einen Krimi und ja, ich bin ja krimimäßig nicht abgeneigt und bin daher ja sehr neugierig auf dieses Buch, was ja, sich hinter diesen beiden Buchdeckeln verbirgen wird. Das nächste Buch habe ich als Weihnachtsgeschenk bekommen von einer lieben Freundin und darüber habe ich mich sehr gefreut, denn damit bekommt mein erstes Buch von ihm, was ich hier im Regal stehen habe, einen Partner sozusagen an die Seite gestellt. Und zwar handelt es sich um das Buch Ein Cracker unterm Kanapee und zwar von Ellen Bennett aus dem Wagenbach Verlag. Ich habe von Ellen Bennett bereits Die souveräne Leserin gelesen und fand dieses Buch einfach nur köstlich. Ich mag den Humor, ich mag ja die Art und Weise, wie Alan Bennett schreibt, wie er seinen Humor unterbringt. Und tatsächlich ist es hier so, dass ich hier den Humor wahnsinnig gut lesen kann, obwohl humoristische Bücher und satirische Bücher ja nicht unbedingt meins sind. Aber hier bei Ellen Bennett finde ich es, vor allem bei der souveränen Leserin, hat mir das sehr, sehr gut gefallen und bin daher sehr gespannt schon auf dieses Werk. Und ich finde ja, die Wagenbach-Bücher, die sind ja so wahnsinnig gut zu lesen in der Hand, weil die sind halt nicht sehr breit, wenn man sie aufschlägt. Damit braucht man nicht sehr viel Handfläche und die sind auch meistens nicht sehr schwer. Und ich hätte nie gedacht, dass dieses Format so wahnsinnig gut funktioniert zum Lesen. Aber ich mag die Wagenbach-Bücher sehr, sehr gerne ja, in diesem Format hier. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch. Ich denke, es wird bald gelesen werden, weil, wie gesagt, ich mag Ellen Bennett sehr. Vor einiger Zeit, also ich glaube mittlerweile ist es schon ein Jahr her, habe ich einen Film gesehen, der mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat und ich mochte ihn sehr gerne, ich mochte die Umsetzung, wusste aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht, dass es auf einem Buch basiert. Und die liebe Sarah vom Kanal Bookmarkt hat dieses Buch in einem Lesemonat, ich glaube es war November oder Oktober, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dieses Buch vorgestellt und meinte daraufhin, dass das Buch um einiges besser sei als der Film. Und dadurch, dass ich ja nur den Film kenne und ich den Film eigentlich sehr, sehr gut fand, dachte ich mir, ich werde jetzt auch noch mal mir das Buch zulegen und dann das Buch lesen, um mir ebenfalls eine Meinung über dieses Buch bilden zu können, um dann vielleicht auch noch mal den Film ja in einem anderen Kontext zu setzen. Und zwar handelt es sich um Feuer im Kopf, meine Zeit des Wahnsinns von Susanna Kahan, wenn man es so ausspricht, aus dem NVG Verlag. Hier geht es darum, dass Susanna von einem Tag auf den anderen sich ja ein Stück weit verändert. Ihre Persönlichkeit verändert sich im Laufe der Zeit und sie hat wohl unglaubliche Schmerzen und kein Arzt kann ihr so wirklich helfen, weil keiner eine Diagnose stellen kann. Und genau diesen Leidensweg bis zur tatsächlichen Diagnose und zur tatsächlichen Heilung beschreibt Susanna hier in diesem Buch. Und
ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und hoffe mir sehr, dass dieses Buch mich noch mehr beeindrucken wird, als der Film es schon getan hat. Und die Bewertung des Buches wird mir natürlich nicht so einfach fallen, weil es hier natürlich auf einer wahren Begebenheit basiert. Und ich finde halt immer, das zu bewerten, ist immer ziemlich schwierig. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch, weil ich denke, dass es mich doch genauso wie der Film sehr, sehr beeindrucken wird. Bei dem nächsten Buch bin ich mir auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber ich glaube auch, die liebe Sarah vom Bookmarkt hat dieses Buch besprochen und mir gefiel ihre Besprechung sehr und auch der Inhalt des Buches hat mich sehr angesprochen. Und zwar geht es um Der Fliegenfänger von Willy Russell aus dem Heine Verlag. Ich mag ja dieses Cover unglaublich gern und hier geht es um den kleinen Raymond Marx, der ja von uns seinem Leben berichtet. Und zwar soll das in Form von Briefen geschehen und zwar auch noch mit Rückblicken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, es hat mich einfach angesprochen, da es eine Coming-Age-Geschichte ist und ich immer wieder eigentlich sehr gerne solche Geschichten lese. Und von daher hat es mich einfach angesprochen und deswegen durfte es bei mir einziehen. Und bin schon sehr gespannt. Das ist ein ganz schön seitenstarkes Buch, wie ich finde. Aber das soll uns ja nicht abschrecken. Und zwar hat es insgesamt 525 Seiten. Also schon ein ganz schön starkes Buch von den Seiten her. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt, ob mir dieses Buch gefallen wird, ob mir die Geschichte gefallen wird, ob mir das mit den Briefen gefallen wird. Und mal sehen, ich bin schon sehr gespannt drauf. Bei dem nächsten Buch bin ich ebenfalls einer Empfehlung gefolgt, aber hier weiß ich tatsächlich nicht mehr, wer es mir empfohlen hat, beziehungsweise wo ich die Empfehlung gelesen habe. Auf jeden Fall kann ich nur so viel sagen, dass es mich definitiv an den Gesang der Flusskrebse erinnert hat. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall finde ich das Cover ebenfalls sehr stimmungsvoll. Und die Protagonistin hier in diesem Buch wächst ebenfalls in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Und der Vater, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist ebenfalls sehr gewaltvoll und hat halt mit Drogen zu tun. Und wir sind ebenfalls in einer sehr ländlichen Gegend. Und das erinnert mich total an den Gesang der Flusskrebse und daher musste ich es mir einfach zulegen. Und zwar handelt es sich um Winters Knochen von Daniel Woodwell aus dem Liebeskind Verlag. Ich mag ja dieses Cover sehr, es ist sehr stimmungsvoll und man weiß nicht so richtig, auf was einem zukommt, aber es wirkt sehr, sehr irgendwie bedrohlich. Und bin schon sehr, sehr gespannt, ob es mich vielleicht ebenfalls so begeistern wird wie der Gesang der Flusskrebse. Es ist nicht ganz so seitenstark, es hat insgesamt nur 223 Seiten, also ein relativ schmales Büchlein, aber das sagt ja nichts über den Inhalt des Buches aus. Auf jeden Fall freue ich mich hier schon sehr, sehr drauf, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass in diesem Buch etwas drinsteckt, was mich sehr, sehr begeistern kann und vielleicht auch wird. Drücken wir die Daumen für dieses Buch. Das letzte Buch, was ich jetzt hier noch auf meinem Schoß habe und damit das letzte Buch der Neuzugänge für 2020, das habe ich mir so ein Stück weit auch selbst geschenkt, weil es doch ja schon einen höheren Preis hat, aber ich finde für die Anzahl Fotografien, die hier drin steckt, doch eigentlich sehr gerechtfertigt, weil ja, die Fotografien muss man tatsächlich auch erstmal machen und von daher war ich sehr gewillt, diesen Preis für dieses Buch zu bezahlen. Und ich finde es immer wieder schön, die Erde auf die Couch zu holen und die Erde so ein Stück weit zu genießen. Deswegen habe ich mir dieses Buch einfach gegönnt und bin schon sehr gespannt drauf. Und zwar handelt es sich um 7 Kontinente, ein Planet, einzigartige Naturwunder unserer Erde. Von den Autoren Johnny Keeling und Scott Alexander aus dem Frieder King and Thaler Verlag. Ich glaube, dass es für diesen Buch auch eine Dokumentarreihe gibt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie gesehen habe, weil ich habe schon so einige Dokumentarfilme über unsere Erde gesehen und daher bin ich mir nicht sicher und ich glaube, dass sie in 7 Teile
geteilt, weil ich bin mir absolut nicht sicher, aber ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch, weil die Illustrationen, beziehungsweise nicht Illustrationen, aber die Fotografien mich sehr, ja, begeistern konnten. Und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch zu entdecken. Und ich glaube, ich werde mir dazu einfach einen bestimmten Moment aussuchen oder einen besonderen Moment aussuchen, wo ich absolute Ruhe habe und wo ich dieses Buch einfach nur genießen kann. Und mir dann eventuell vielleicht auch nochmal die Dokumentarreihe dazu anzusehen, wenn es denn so war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich denke, das Buch wird schon sein Übriges tun, dass ich sehr begeistert bin und ich mag solche Bücher eigentlich sehr, wo man viel staunen kann, wo man viel entdecken kann und wo man auch mal einfach nur genießen kann. Und aus dem Grund habe ich es mir auch so ein Stück weit gegönnt. Das Buch ist ja mit seinen fast 30 Euro nicht vom Preis her nicht ganz ohne, aber es war ein Geschenk für mich selbst und daher ist das für mich schon in Ordnung gewesen. Damit hätten wir auch die Neuzugänge für das Jahr 2020 und es sind ja am Ende dann tatsächlich nochmal 13 Stück geworden, aber vor allen Dingen, weil natürlich auch die Buchige Schnitzeljagd hier noch mit reinzählt. Auch wenn das Video erst dieses Jahr online gegangen ist, zähle ich die Bücher einfach mal noch mit zu 2020, weil wir hatten das Video ja eigentlich schon viel eher geplant, aber durch gewisse äußerliche Umstände ist es jetzt erst dieses Jahr herausgekommen, das Video, aber ich zähle die Bücher einfach zu dem Jahr 2020 hinzu. Ich freue mich auf jedes einzelne dieser Bücher. Wie soll es auch anders sein, sonst hätte ich sie mir ja nicht zugelegt, aber 13 ist trotzdem nochmal eine ganz schöne Hausnummer. Aber im Vergleich zu den anderen Jahren 2018 und 2019 finde ich, dass das Jahr 2020 von den Neuzugängen sich doch ganz schön in Grenzen gehalten hat. Es sind nicht ganz so viele Bücher dazu gekommen und das stimmt mich doch schon um einiges positiv. Was mich aber auch sehr positiv stimmt, ist, dass ich für dieses Jahr noch sehr, sehr tapfer geblieben bin und mir noch keinen Neuzugang gegönnt habe. Vor allem, weil es doch immer bei den Jahreshighlights-Besprechungen immer sehr, sehr schwer ist, sich da so ein bisschen im Zaum zu halten und nicht gleich loszukaufen, weil man ebenfalls die Bücher sehr interessant finde und ebenfalls entdecken möchte. Aber ich habe mich diesbezüglich noch sehr zurückgehalten und habe die Bücher tatsächlich erstmal nur auf meine Wunschliste gepackt. Denn die Wunschliste kann ja aus meiner Sicht immer weiter wachsen, wie sie gerne möchte. Und man kann sich ja dann von der Wunschliste einiges abhaken und dann bewusst die Bücher von der Wunschliste zulegen, wenn es denn der Sub aus der jeweiligen Sicht natürlich, je nachdem, wie man sich da wohlfühlt, zulegen kann. Ich bin ja normalerweise eigentlich nie jemand, der sich beschwert über einen großen Sub oder der damit Probleme hat. Aber ich finde, irgendwann muss es doch mal Zeit sein, seinen Sub so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Und ich finde, bei mir ist es jetzt einfach gekommen. Und bin daher sehr, sehr froh, dass ich für das Jahr 2021 noch mir kein neues Buch zugelegt habe. Aber ich möchte natürlich am Ende jetzt noch gerne wissen, ob ihr eins dieser Bücher kennt, ob ihr es gelesen habt und wie eure Meinung dazu ist und ob ihr eins der Bücher mir entsprechend empfehlen könnt. Darüber würde ich mich sehr gerne mit euch austauschen in den Kommentaren. Und zum Abschluss bleibt es mir jetzt nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag, schöne Lesestunden, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin, tschüss!